Pullover, berühren Sie sich nicht. Ach, die Filmindustrie hat uns belogen. All diese epischen Weltraumszenen sind eigentlich totenstill. Wer hätte das gedacht? Aber nicht traurig sein. Wie wäre es, wenn ich dir erzähle, dass es in mancher Hinsicht eben doch möglich ist, im All etwas zu hören? Zunächst einmal funktioniert die Sache mit dem Schall auf anderen Planeten. Solange es eine Atmosphäre gibt oder wenigstens irgendetwas wie Gas, Wasser oder solide Masse, gibt es auch Geräusche. In unserem Fall wird es in der Atmosphäre ab einer Höhe von 100 Kilometern komplett still. Dort ist der Himmel nicht mehr blau und der schwarze, sternenbedeckte Samt beginnt. Jedenfalls müssten wir auf einem anderen Planeten landen oder uns wenigstens in seine Atmosphäre begeben, um etwas zu hören. Doch alles würde ganz anders klingen. Die Atmosphäre der Venus zum Beispiel ist sehr dicht. Wissenschaftler nennen sie im Scherz dicke Chemiesuppe. Lecker! Sollte dir also gelungen sein, irgendwie am Leben zu bleiben und den Mund aufzumachen, würde sich deine Stimme ganz anders anhören. Sie wäre viel lauter und tiefer. Hättest du gerne schöne Baritonstimme, dann weißt du, was zu tun ist. Ich frage mich, was wohl wäre, wenn die Erdatmosphäre dichter wäre. Das waren viele Eres. Was würden wir hören? Das kannst du dir ungefähr so wie im Wasser vorstellen. Wasser ist ja nun sehr dicht. Schall breitet sich dort viel schneller und einfacher aus als in der Luft, mit fast 1,6 Kilometern pro Sekunde. Wenn du in einem leeren Raum ohne Schallquelle sitzt, hörst du nicht viel, stimmt's? Stecke nun den Kopf ins Wasser und lausche in dieselbe Stille. Es ist ganz und gar nicht leise. Selbst wenn du das omnipräsente Geräusch des Wassers selbst ignorierst, wirst du sofort feststellen, dass du deinen eigenen Körper hörst. Wie dein Blut durch die Adern fließt, wie dein Herz schlägt, die kleinste Bewegung deiner Finger. Irgendwie unheimlich, oder? So ungefähr kannst du dir das auf einem anderen Planeten mit einer dichteren Atmosphäre vorstellen. Das ist wirklich verrückt. Wir würden buchstäblich alles hören. Von herumlaufenden Tieren bis hin zur Plattentektonik. Ach komm schon, sagst du bestimmt. War doch klar, dass es auf anderen Planeten Schall gibt. Aber was ist jetzt mit dem echten Weltraum? Ja, auch da. Zum Beispiel in einer Staubwolke. Staub findet man fast überall im Weltall. Er besteht aus Resten von Sternen und so weiter. An diesen Stellen ist alles ein klein wenig dichter als anderswo. Das bedeutet, es gibt vermutlich Staubwolken, in denen sich die Partikel sehr nahe kommen und dann können sie auch Schall transportieren. Natürlich wäre es trotzdem sehr leise und die Übertragungsdistanz nur relativ gering. Aber es ist ja besser als gar nichts, stimmt's? Außerdem wurde bereits ein richtiges Geräusch aus dem Weltall aufgezeichnet. Es kam aus der Perseus-Galaxie. Sie ist schlappe 250 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Die NASA zeichnete es im Jahr 2003 auf. Für die Musikfreaks unter uns, es war ein B 57 Oktaven unter dem großen C auf dem Klavier. Wir bräuchten dafür 6600 weitere Tasten auf dem Instrument. Doch die Frequenz war so niedrig, dass das menschliche Ohr sie leider nicht wahrnehmen kann. Wir können nur in einem Raumschiff etwas hören. Sie stellen kleine Lufttaschen dar. Auch in einem Raumanzug hörst du Geräusche sehr gut, inklusive deiner Atmung und Blutzirkulation. Aber zwei Astronauten, die nebeneinander schweben, hören einander nicht, auch wenn sie ganz nah zusammenrücken und laut brüllen. Das muss lustig sein. Wenn du als Astronaut mit irgendwas zusammenstößt, ist es für dich sehr laut, aber dein Freund hört keinen Ton. Darum nutzen Astronauten Funkgeräte. Rein theoretisch könntest du das Geschnatter und alle Geräusche aus dem Raumschiff hören, wenn du in der Lage wärst, aus deinem Raumanzug zu schlüpfen und im All zu überleben. Aber wie? Ganz einfach, in dem Raumschiff befindet sich Luft, die Schall überträgt. Er erreicht das Metall und durchdringt es. Wenn du dich nun gegen das Raumschiff lehnst und es bevorzugt mit dem Ellbogen oder Knie berührst, wird das Geräusch direkt durch deine Knochen zum Gehirn übertragen. Deine Ohren werden ausgelassen. Auch unsere Knochen übertragen Schall. Auf diese Weise können taube Menschen Musik hören. Man nennt das Knochenschall. Er wird in manchen Kopfhörern und anderen Technologien verwendet. Du kannst ein kleines Experiment durchführen. Halte dir deine Ohren mit den Händen gut zu, sodass du kaum noch etwas hörst. Berühre dann eine Schallquelle mit einem Körperteil, an dem der Knochen dicht unter der Haut liegt. Das kann irgendetwas sein, das vibriert, ein Lautsprecher, der Musik wiedergibt zum Beispiel. Und nun erlebe das Wunder. Du hörst das Geräusch nicht durch deine Ohren, sondern direkt im Gehirn. Aber bitte mach das Experiment nicht im Weltall.
Vielleicht hast du schon mal von den Geräuschen des Weltalls gehört. Damit sind zum Beispiel Geräusche der Sonne oder verschiedener Planeten gemeint. Aber wie erfassen wir diese? Auch das ist leicht, nämlich auf eine andere Art Geräusche im All zu hören, elektromagnetische Wellen. Anders ausgedrückt, Funk. Funk ist dieselbe Art elektromagnetischer Strahlung wie Licht. Diese Wellen können ohne Probleme durch das Vakuum reisen. Transmitter der Astronauten funktionieren auf dieselbe Weise. Ein Astronaut sagt etwas zu seinem Kollegen. Die Schallwellen werden in Funkwellen umgewandelt, erreichen die andere Person und werden wieder zurückkonvertiert. Auf diese Weise empfangen wir die sogenannten Weltraumgeräusche. In dieser Hinsicht ist unser Planet verdammt laut. Wir senden jede Menge Funkwellen ins All, alle Funksignale, die wir je abgeschickt haben. Ist es nicht ein Jammer, dass sie nur 110 Lichtjahre weit kommen? Aber weißt du, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir nicht alles hören, was im All so los ist. Stell dir mal vor, Schall könnte sich so leicht im Universum ausbreiten. Wir würden alles hören, von Sonneneruptionen bis hin zu Supernovae. Das wäre schrecklich. Vermutlich sollten wir uns glücklich schätzen. Sowieso. Wie es im Zentrum von Galaxien zu finden ist. Sie sind millionenmal schwerer als unsere Sonne. Ihr Ereignishorizont ist weit und die Schwerkraft ändert sich nicht so schnell. Die Kraft, die du an deinen Fersen und an deinem Kopf spürst, ist also ungefähr gleich groß. Du kannst also problemlos bis ins Herz des Schwarzen Lochs vordringen. Diesen Mythos haben wir entkräftet. Wenn du dir im Weltraum einen rührenden Film ansiehst und anfängst zu weinen, werden deine Tränen nicht an deinen Wangen herunterlaufen, sondern sammeln sich um deine Augäpfel. Deine Augen werden trocken und du bekommst das Gefühl, dass sie brennen. Jede Flüssigkeit an deinem Körper wird verdampfen, auch von der Oberfläche deiner Zunge. Apropos brennen, das ist eine Sache, die Feuer im Weltraum nicht kann. Feuer kann sich ohne Sauerstoff nicht ausbreiten. Denn was gibt es im Weltraum nicht? Richtig, Sauerstoff. Wenn Sterne einmal explodiert sind, erwachen sie eigentlich nicht wieder zum Leben. Aber es gibt Sterne, die haben die große Supernova-Explosion irgendwie überlebt. Diese Zombie-Sterne sind aber ziemlich selten. Über die Forschung hat man einen sehr großen Stern namens LP40365 entdeckt. Er ist ein teilweise verbrannter weißer Zwerg. Du weißt, was ein weißer Zwerg ist. Es ist ein Stern, der seinen gesamten Wasserstoff verbrannt hat. Dieser Wasserstoff war früher sein Kernbrennstoff. Im Falle dieses Sterns war die letzte Explosion wohl nicht stark genug, um ihn zu zerstören, weshalb ein Teil der Materie überlebt hat. Du fliegst also ins All, dann zieh deinen Raumanzug aber nur aus, wenn du im Raumschiff bist. Andernfalls würde sich die Luft in deinen Lungen ausdehnen, genauso wie der Sauerstoff im Rest deines Körpers. Du würdest wie ein Ballon aufgehen und doppelt so groß werden. Die gute Nachricht ist, dass deine Haut elastisch genug ist, um dich zusammenzuhalten. Du würdest also nicht gleich explodieren. Haha, nur ein kleiner Trost, ich weiß. Wenn etwas in ein schwarzes Loch fällt, verändert es seine Form und wird gedehnt wie Spaghetti. Das passiert, weil die Gravitationskraft versucht, das Objekt in eine Richtung zu ziehen, es aber gleichzeitig in die andere Richtung drückt. Wir nennen das mal Nudelparadoxon. Apropos, ein schwarzes Loch, das so groß wie ein einzelnes Atom ist, hat die Masse eines monströsen Berges. Im Zentrum unserer Milchstraße befindet sich eins. Sein Name ist Sagittarius A. Es hat eine Masse von 1 Milliarde Sonnen. Aber keine Panik, es ist weit genug von uns entfernt. Wenn du auf einem Asteroiden ein lautes Geräusch verursachen würdest, würdest du nichts hören. Ich weiß, in Filmen hört man oft Geräusche von Raumschiffen und ihren Schlachten im Weltall, aber das ist nur im Film so und ist ein Mythos. Schall ist eine Welle, die sich durch Schwingungen von Molekülen ausbreitet. Eine Person klatscht ein paar Meter von dir entfernt in die Hände. Die Schallwelle stößt das erste Luftmolekül an, dann das zweite, dritte und so weiter, bis die Welle dein Ohr erreicht. Damit sich der Schall aber verbreiten kann, braucht er Moleküle wie Luft oder Wasser. In unserer Atmosphäre können sich Schallwellen gut ausbreiten, aber nicht im Weltraum. Da herrscht nämlich ein Vakuum. Da ist also nichts. Du könntest dort so laut in die Hände klatschen, wie du willst, aber ohne Moleküle, die den Schall weiterleiten, bringt das nichts. Um ein Gespräch zu führen, bräuchtest du also entweder ein Radio oder du müsstest sehr gut im Lippenlesen sein.
Meteoriten umkreisen die Sonne, während der größte Teil des von Menschen verursachten Mülls um unseren Planeten kreist. Wir haben zum Beispiel fast 9000 Raumfahrzeuge von der Erde gestartet, von Satelliten bis hin zu Raketenschiffen. Selbst die kleinsten Teile können ein Raumschiff, das mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, beschädigen. Galaxien, Planeten, Kometen, Asteroiden, Sterne, Weltraumkörper sind Dinge, die wir im Weltraum tatsächlich sehen können. Aber sie machen weniger als 5% des gesamten Universums aus. Dunkle Materie, eines der größten Geheimnisse des Weltraums, ist der Name, den wir für die Masse im Universum verwenden, die für uns noch unsichtbar ist. Und davon gibt es wohl eine Menge. Man geht davon aus, dass sie fast 25% des Universums ausmacht. Die dunkle Energie macht die anderen 70% des Universums aus. Das macht zusammen 100, stimmt's? Schauen wir uns jetzt den Mond an. Er zeigt uns immer dieselbe Seite. Das bedeutet, dass der Mond eine dunkle Seite hat, wo keine Sonnenstrahlen hinkommen, stimmt's? Nein, das ist ein Mythos. Der Mond ist zwar durch die Schwerkraft an die Erde gebunden, aber trotzdem gibt es dort Tag und Nacht. Aber weil die Rotation des Mondes perfekt auf die Rotation der Erde abgestimmt ist, sehen wir immer nur die uns bekannte Seite. Es gibt also Tage, an denen die Sonne auch dort scheint. Daher ist es nicht die dunkle Seite, sondern nur die andere Seite. Wir haben sogar Bilder von dieser Seite. Dort gibt es einen der größten Krater in unserem Sonnensystem. Das Südpol-Aitken-Becken. Es ist so breit wie der Bundesstaat Texas mal 2. Jiha! Es gibt ja Leute, die behaupten, dass nie ein Mensch auf dem Mond gewesen ist, was aber ein Mythos ist. Das ist der Originalraumanzug der ersten Astronauten, die dort waren. Schau dir mal die Sohle des Schuhs an. Manche behaupten, es sei unmöglich, dass die Astronauten Fußabdrücke hinterlassen haben. Aber das konnten sie. Auf dem Mond trugen die Astronauten nämlich spezielle Stiefel über ihren Anzügen und ihre Sohlen passen perfekt zu den Fußabdrücken auf dem Mond. Die Astronauten brauchten sie nicht mehr und ließen sie nach ihrem Mondspaziergang dort zurück. Sie hatten auch viele andere Dinge dort gelassen. Sogar die Armlehnen ihrer Sitze aus der Mondlandefähre haben sie dagelassen, um Gewicht zu reduzieren. Wenn man das auf alle Apollo-Mondmissionen hochrechnet, beläuft sich das Gesamtgewicht des Mülls, der auf dem Mond zurückgelassen wurde, auf gute 190 Tonnen. Eingerechnet sind da schon mehrere Lunar-Rover, Raumschifftrümmer, die 6 Mondmodule und anderes Zeug für ihre Experimente. Das ist so viel Müll, wie 3 Boeing 737 wiegen. Ein anderer Mythos über die Sonne ist, dass sie gelb ist. Wir schicken dich ins Weltall, um das zu überprüfen. Schau mal aus dem Fenster und sie ist weiß. Die Sonne erscheint nur durch den Filter.